einen Bereich beschäftigt, der als hochqualifiziert gilt. Du bist bei der Work at Migration von der Gewerkschaft der Privatangestellten, also auch eher ein Bereich, wo man sagt, naja, da geht es den Migranten und Migrantinnen eh besser, weil sie ja eben hochqualifiziert sind. Was sind jetzt deine Erfahrungen? Ja, also... erst einmal, ich bin im Bundesausschuss von Work and Migration bei der GPR. Das ist, soweit ich weiß, das einzige Gremium in einer Teilgewerkschaft in Österreich, wo Menschen mit migrantischem Hintergrund in eigenen Vertretung und Repräsentanz innerhalb einer Gewerkschaft wählen können. Und zwar ist das ein Personenwahl und wird... also nicht Betriebsratswahl, wie sonst üblich in der Gewerkschaft, sondern die Leute können direkt ihre Vertretung wählen. Wir haben als Work at Migration eigentlich einige von diesen Themen erst in die GPR-DEP hineingebracht beim letzten Bundesforum. Wir haben ein ganzes Paket von Anträgen zu verschiedensten Themen, die Migrantinnen angeht. Eines davon hat mit Nostrifizierung und Anerkennung von Qualifikationen zu tun. Diese Anträge sind entweder durchgegangen oder wurden groß diskutiert mit Workshops und so. Also das ist wirklich dann durch unsere Bestrebungen da groß diskutiert worden in der GPA. Und ich denke, das ist was ganz Neues für diesen Bereich. Ich bin Betriebsrätin bei Siemens und wir haben viele Töchterfirmen in den Nachbarländern. Bis zum 1. Mai, dann haben wir, wenn jemand von den anderen Ländern zu uns gekommen ist, sind sie mit Entsendebewilligungen gekommen. Da gab es sehr viel Diskussion, weil wir haben ja bei Siemens den Elektro-KV. Das ist, glaube ich, eine von den besten KVs, die es gibt. Und die Leute bei uns haben alle durchwegs eine hohe Überzahlung über den KV. Siemens hat versucht, die Leute mit Entsendebewilligung zu uns zu schicken mit der Bezahlung vom IT-KV. Das ist um einiges niedriger und außerdem haben die Leute in IT-KV kein Taggeld, keine Reisekosten werden denen bezahlt. Und natürlich, wenn jemand kommt und monatelang in ein Hotel leben muss, weil er da arbeitet, ist das nicht gerade billig. Jetzt seit dem 1. Mai sehen wir diese Entsendebewilligungen nicht mehr. Natürlich, die brauchen sie nicht mehr, weil das ist weg. Jetzt haben wir wirklich keine Ahnung, was diese Leute jetzt bezahlt bekommen. Also, es sind nicht mehr Leute, die jetzt bei uns sind, nur wir kriegen das nicht mehr so mit wie bisher.